So, und jetzt noch eine Nebenmission: Überquere das Eis. Ja, da müssen wir auch vorbei, weil wir sonst unsere Missionsaufgabe nicht einlösen können. Und dazu brauchen wir hier eine Opferungsstätte und die hat hier folgendes zur Auswahl schon mal: Beschwörung von Baumstämmen. Durch diese Opferung lassen sich Baumstämme erzeugen. Dies ist ratsam, wenn du einen Baumengpass hast oder keine Bäume verfügbar sind. Gut der Flottenherfertigstellung. Mit dieser Opferung arbeiten alle Produktionsstätten effektiver. Die Waren werden so eine bestimmte Zeit lang schneller hergestellt. Und hier Beschwörung frischer Fische. Durch diese Opferung lassen sich Fische erzeugen. Dies ist ratsam, wenn du einen Fischengpass hast oder keine Gewässer zur Verfügung stehen. Gut, die drei Sachen helfen uns nicht weiter. Dann haben wir hier noch Liturgie der Spitzenspieße. Mit dieser Opferung lassen sich helle Bahnen erzeugen. Dies ist ratsam, wenn die hier für die Herstellung Rohstoffe fehlen oder wenn die Zeit drängt. Das brauchen wir auch nicht. Egal, was ich tue, ich bekomme keinen Krieg. Ihr Götter des Krieges, der Zerstörung, des Untergangs, helft mir in dieser schweren Stunde. Ich bin Sachmet. Man nennt mich die Herrin des Zitterns. Du hast mich gerufen? Was? Ja, ich will Krieg. Dann solltest du dafür sorgen, dass der Groll des Göttervaters geschürt wird. Dann werden nämlich die Olympischen Spiele abgeschafft und... Das bedeutet, dass es keine Wettkämpfe und währenddessen keine Friedenszeiten mehr gibt. So ist es. Am besten wiegelst du jemanden gegen Garibald auf. Die Schotten sind kriegerisch und ungestüm. Wenn man sie ein wenig reizt, lassen sie sich gerne auf einen Kampf ein. Ich lasse ihrem Anführer MacDoll sogleich eine gezinkte Geheimbotschaft zukommen. Wie einfach sich einfältige Menschen doch immer wieder für meine Zwecke gebrauchen lassen. Dieser Wüterich glaubt, er bekommt eine Ära des Krieges? Dazu wird es nicht kommen. Vorher werde ich die ganze Menschheit in einem Blutrausch auslöschen. So, weiter im Text. Ritual der wandernden Grenzsteine. Durch diese Opferung wird dein Territorium temporär um 5 Felder vergrößert. So kannst du Hindernisse wie Seen oder Wüsten überqueren. Genau das brauchen wir. Zauber des vollen Fasses. Mit dieser Opferung lässt sich Bier erzeugen. Dieses ratsam, wenn du zur Soldatenausbildung oder zur Schinkenherstellung dringend Bier benötigst. So, dann forschen wir mal das hier. Das brauchen wir jetzt, um hier rüber zu kommen ans Land. Da, wo es schön grün ist. Und hier werden wir mal ein Geologenhäuschen bauen, damit er hier mal suchen kann. Das ist wieder ganz anders. Bei einem anderen Siedler 2 muss man auf die Fahne klicken und dann hat man da Geologen und Erkunden, also Kundschafter. Und da drückt man dann halt ein paar Mal rauf und dann kommen da ein paar Leute und suchen hier Rohstoffe. Hier ist es anders. Hier braucht man ein Geologengebäude. Und die suchen dann die Rohstoffe raus. Und ich baue mal noch ein Sägewerk am besten. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Holz schneller so verbauen. Jetzt ein Werkzeuge haben wir noch. Muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass wir genug Werkzeuge noch behalten. Haben wir hier auch noch ein Geologenhäuschen. So. Und hier oben machen wir ein kleines Jagdhaus. So, weil wir ja hier ein paar Tierchen haben, hier ist eine Höhle für die Tierchen auch. Wenn wir die dann. Können wir dann ein paar jagen? Das ist ganz gut. Kriegen wir ein bisschen Fleisch ran. Glaube ich zumindest. Ne, wir kriegen Leder. Wir kriegen nur Leder vom Jagdhaus. Aber egal, das brauchen wir vielleicht auch noch. Mal schauen.
So. Ja, Bretter werden knapp wieder. Zum Glück bauen wir gerade nicht so viel, dass das noch einigermaßen geht. Und hier haben wir schon den Geologen, den ersten. Der sucht hier schon mal. Garibald, weshalb hintergeht ihr mich und plant einen Feldzug gegen mein Volk? Ich erwarte eine Erklärung. Zappalot, nie im Leben wird ich das uralte Bündnis zwischen den Bajuwaren und den Schotten gefährden. Und was sagt ihr zu dieser Depesche? MacDoyle, seid davon unterrichtet, dass Garibald und Hatschepsut sich am Olympus-Tempel treffen werden, um gegen euch ein Bündnis zu schließen, um euch zu unterwerfen. Herrschaft Seiten, welcher Hinakel denkt sich sowas aus? Einen Absender hat die Depesche nicht. Sie ist nur mit S-Punkt unterschrieben. Wer auch immer das ist, er liegt falsch. Am Olympus-Tempel werden wir keinen Hinterhalt planen, sondern die Menschheit retten. Es handelt sich sozusagen um einen göttlichen Auftrag. Eure Erklärung klingt nicht weniger abstrus als die Depesche. Ich werde mich selbst auf den Weg zum Olympus-Tempel machen und dort die Wahrheit eurer Worte prüfen. Wenn es diesen göttlichen Auftrag tatsächlich gibt, dann seid versichert, lieber Freund Garibald, dass es ganz bestimmt die Schotten sein werden, die die Menschheit retten. Ach, das hat sich der Wüterich bestimmt anders vorgestellt. Wie amüsant, dass das Ergebnis für mich dasselbe ist. Sobald Garibald an einem seiner Gegner scheitert, werde ich mit Olympus Segen die Menschheit vernichten. So. Jetzt haben wir auch hier die Schotten. Und die werden natürlich auch alles dafür tun, dass die hier rüberkommen. Zum Opferungstempel hier oben. Aber wir müssen natürlich erstmal hier übers Eis kommen, damit wir überhaupt was machen können. So, wie weit ist das? Oh, fast fertig. Sehr gut. Halt. So, Salz hat ein Rohstoffwerke von Kohle. Ah, sehr gut. Kohle können wir gut gebrauchen. Nehmen wir. Ich werde mal hier noch eine kleine Baracke bauen. Wir hier noch ein bisschen Land kriegen und hier noch vielleicht noch Eisenerz suchen können. Falls hier kein Eisenerz sein sollte. So, fertig. Fertig, wunderbar. Jetzt können wir diese Opferung benutzen. Da werden erstmal dreimal Werkzeuge und drei Brezeln hingebracht. Und dann werden hier die Grenzsteine um 5 Felder verlegt sozusagen. Und dann können wir hier einen Wachturm hinbauen oder eine Baracke, ist ja egal was. Und dann haben wir das Land hier oben. Dann sind wir wenigstens schon mal übers Eis gekommen. Ich werde mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen, damit es ein bisschen schneller geht hier. So, Ware wird wieder knapp, wie immer. Aber so viel Verbrauch haben wir wenigstens nicht von den Brettern. So, Kohle gefunden, wunderbar. Okay, hier ist anscheinend mehr Kohle wahrscheinlich. Na gut, werden wir sehen. So, Opferung bereit? Nein, da fehlen auch Werkzeuge. Wäre schön, wenn das demnächst auch kommen würde. Da liegen. Na? Da liegen die drei Hammer. Werkzeuge, ne? Und die brauchen wir. Sehr gut. Jetzt werden die Werkzeuge schon mal angeschafft langsam. So, Kohle brauche ich nicht. Ich brauche einfach nur Eisenerz noch. Salzbergwerk können wir auch noch nehmen. Ach ja, genau. Hier gibt es auch andere Bergwerke noch, ne, wie ihr seht. Also hier ganz normal Eisenerzmine, Goldmine, Kohlmine, Granitmine. Die gibt es ja bei Siedler 2 bei dem normalen auch. Dann gibt es hier aber noch eine Edelsteinmine und eine Salzmine. Die Salzmine und die Edelsteinmine gibt es ja beim normalen Siedler nicht.
Es sei denn, bei den anderen, bei den anderen Stämmen. Aber, ja. So, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall erstmal eine Holzfällerhütte. Brauchen hier ein bisschen Platz an. Ein Bogen, so.